Jens, heute läuft mal was ganz anderes bei uns. Wir engagieren uns fürs Jazzländle. Ja, es wird höchste Zeit, dass endlich mal Schwaben hier auf die Bühne kommen. Und zwar lauter Schwaben, die ich noch nie gesehen habe. Das will was heißen, solange du schon hier bist. Ich weiß immerhin schon, wie das Trio heißt. Roman Schuler Extended Trio. Und was heißt Extended? Ja, Mini, denk doch einmal nach, weil sie zu viert kommen. Ein Trio, das zu viert kommt. Genau. Super, na, dann ist das eigentlich logisch. Also die spielen ja, und das erkläre ich jetzt mal den Zuschauern, es gibt eine wunderbare, also es gibt die Jazzmesse weltweit, die größte, das ist die Jazz Ahead in Bremen, jedes Jahr, eigentlich immer Ende April. Dieses Mal natürlich auch, wie so viele Dinge auf der Welt, nur per Streaming-Video. Und das Land Baden-Württemberg, der Jazzverband Baden-Württemberg, schickt immer drei Bands, junge ausgewählte Bands dorthin, um sich zu präsentieren und das Jazzland Baden-Württemberg zu repräsentieren. Es gibt ein eigenes Showcase, da lädt dann der Jazzverband des Land Baden-Württemberg, laden dann in Bremen an einer speziellen Location alle interessierten Labels und Veranstalter auch von der ganzen Welt ein, um sich das mal anzugucken. Dazu konnte man sich bewerben. Und das sind drei Bands, wie gesagt. Und diese drei Bands wollen wir euch mal vorstellen. Heute eben Roman Schuler mit seinem Extended Trio. Ziemlich interessant deshalb, weil es natürlich auch für uns Entdeckungen sind. Leute, die bis jetzt vielleicht unter unserem Radar geschwebt sind oder über unserem Radar. Auch das kann ja passieren. Oder Formationen, die wir in dieser Zusammenstellung noch gar nicht gesehen haben. Also, heute RSXT. Viel Vergnügen. Roman, wie schön, dass ihr heute da seid und uns so einen ziemlichen kräftigen Sound hier in den Raum zaubert. RSXT, um Gottes Willen, was heißt denn das? Ja, also das ist quasi eine Abkürzung für Roman Schuler Extended Trio. Also das heißt, Roman Schuler, mein Name, das X steht für Extended. Aber ich betone das X immer, weil das X steht ja auch für die Kreuzung generell, für das Unbekannte, für die Kreuzung von, ich rede da gar nicht so gut ins Mikrofon, für die Kreuzung von Genres. Und genau, also das heißt, bei uns heißt es, dass wir haben Jazz plus X. Sehr schön, das ist eigentlich das, was wir brauchen, weil wir wollen mal gucken, was da noch so drin steckt. Und ihr habt heute auch noch einen Feature-Gast mit dabei, das ist wahrscheinlich das Extended Trio, weil das sind ja, also vielleicht hat man es ja gerade gesehen, es sind ja mehr als drei. Ne? Genau, also Extended hat eigentlich so angefangen, dass ich mit Extended eigentlich meine, dass wir drei Leute sind, aber wir klingen wie vier bis fünf und das liegt daran, dass wir Ableton am Start haben. Das heißt, wir haben eine Computersoftware live mitlaufen, die quasi uns ermöglicht, mit dem Computer zu interagieren, Samples abzuspielen, Loops abzuspielen, auf die wir dann selber wieder drauf spielen können. Das ist der eigentliche Extended-Gedanke. Aber okay, ich habe gedacht, Extended muss ich jetzt nicht nur dann auf das Trio beziehen, sondern Extended ist einfach offen in alle Richtungen, eben für Genres und auch für Feature-Gäste. Mhm. Und da haben wir den Julian eingeladen, weil er... Den befragen wir gleich noch. Den befragen wir gleich noch. Muss ihn noch suchen, der wird irgendwo hier im Club wieder... wahrscheinlich ist er am Whisky-Regal, das ist normal mit Musikern. Aber mal nichts. Den finden wir noch. Dann erzähl mir doch mal, ihr habt euch jetzt... beworben hier? Oder wie ist das gelaufen? Wie seid ihr denn jetzt in dieses Showreel für die Jazz Ahead gekommen?
Also das ist ja schon wiederum sehr lange her, dass ich mich jetzt gerade mal kurz überhaupt daran erinnern musste. Ich glaube, das war im Winter 2019, haben wir uns tatsächlich beworben, für Baden-Württemberg auf der Jazz Ahead bei einem Showcase, bei der BW Club Night zu spielen. Und wir stehen ja im guten Austausch generell mit dem Jazzbüro Baden-Württemberg, weil es gibt ja die tolle Tourförderung. Mit der Tourförderung sind wir in 2019 nach Nepal geflogen, man glaube es nicht. Und ihr habt da elektrisch gespielt. Und da haben wir genauso gespielt. Ich habe das gut irgendwie so in den Koffer gepackt. Und da gibt es jetzt wieder andere lustige Stories. Es gab einen Stromausfall live auf der Bühne mit explodierten Strommasten und so weiter, aber... Das kommt jetzt hier. Ja, ja, ich habe auch schon so Afrika-Tourneen hinter mir, wo man dann Leute hinten hatte, die Fahrrad getreten haben. Also so Sachen gibt es so alles, das ist immer sehr abenteuerlich. Aber das hat tatsächlich die Jazzförderung Baden-Württemberg schon für uns getan. Und daher kannte ich die ganzen Programme und wurde auch immer informiert über Bewerbungsfristen, genauso mit der Jazz, mit der Club Night auf der Jazz Ahead. Und daraufhin habe ich mich beworben und dann habe ich einen freudigen Anruf bekommen, dass ich für 2020 dabei bin. Und dann ist was passiert, das wissen wir, aber das kennen wir alle. Und dann wurde es verschoben und jetzt wurde es quasi digitalisiert. Und da bin ich natürlich, war ich dann schon ganz begeistert, dass es dann eben wirklich so toll umgesetzt wird mit einem Club, mit einem Kamerateam und Aufnahmeteam. Und deswegen stehen wir jetzt hier. Der Peter James natürlich auch ein Fuchs und die Anna Bernlochner vom Jazzbüro. Denn wir haben vor vielen Jahren den Messestand für die Jazz Ahead ja auch gebaut. Okay. Und da war diese Rückwand, die man jetzt hier auch beim Bix immer so nett sieht, die ist ja ein wesentliches Element des Messestandes. Von dem her passt das alles. Der Peter ist halt einfach ein Fuchs. So schließt sich das. Ja, ja, so schließt sich das alles. Und von dem her glaube ich, dass das als Präsentation jetzt einfach perfekt läuft. Und glaube auch, dass das gut funktionieren wird. Ich meine, ihr habt jetzt einen riesigen Vorteil, wenn ich zurückdenke an die ganzen Jazz Aheads, auf denen ich schon war, und die ganzen Club Nights. Das ist meistens so, es ist irrsinnig viel los in Bremen. Quasi in jedem Raum, der größer ist als für 8 Personen, ist in irgendeiner Form eine Präsentation oder was weiß ich. Und man kann einfach froh sein, obwohl die Jazz Ahead wirklich ist bestbesuchte Jazzmesse auf diesem Planeten. Das heißt jetzt allerdings noch nicht viel, aber es ist wirklich viel los. Ja. Ist man immer froh, wenn abends auch wirklich mehr als 20, 30 Leute kommen. Selbst für ein tolles Programm wie in Baden-Württemberg, weil dann hat Schweden und dann hat Japan und jeder hat so seine so eine Club-Night verteilt auf 3 Nächte, wird es dann schon eng mit dem Publikum. Wenn man dann den ganzen Tag auf der Messe rumhängt, muss man vielleicht abends nicht auch noch was auf die Ohren kriegen. Von dem her glaube ich, dass wesentlich mehr Leute euren Beitrag sehen werden. Das ist sehr schön. Julian, habe ich jetzt irgendwo entdeckt, ist es der Heuschnupfen. Ja, wir... Julian, kommst du doch zu uns? Wie ist das denn? Ja, bitte nimm doch das Mikro. Ich nehme das mal hier. Super. Welcher Whisky hat dir denn besonders gut geschmeckt jetzt? Ja, ich kann mich nicht entscheiden, deswegen musste ich nochmal probieren. Ja gut, also, dann kommt bestimmt nachher jemand. Genau, definitiv. Aus. Wir haben ja gesehen, du bist ja sehr, sehr dabei. Bist du jetzt öfters dabei oder habt ihr euch jetzt extra für dieses Ding hier zusammengeschlossen? Nee, also der Roman und ich, wir haben tatsächlich uns auch kennengelernt und haben schon zusammen auch Musik produziert. Also wir haben uns auch mal im Studio-Kontext getroffen und auch überlegt, wie wir da eine Kooperation anstoßen können. Und ich glaube, uns verbindet halt einfach bei diesem Projekt so ein bisschen dieser visionäre Gedanke, dass man sagt, okay, Was gefällt uns und wie können wir das in irgendeiner Form potenzieren? Und genau, ich versuche mich natürlich immer irgendwie so ein bisschen an der Gebläse-Richtung hier, was hinter mir steht, und versuche da natürlich in irgendeiner Form auf neue Wege zu stoßen und irgendwie zu experimentieren. Und auch mit dem Synthi-Schrauben so ein bisschen gab es da sehr viele Schnittpunkte und so hat sich einfach eine Kooperation dann einfach ergeben. Also so eine Art von Multi-Instrumentalist, was du jetzt hier bringst, also mit Holzblas- und Blechblasinstrument, ist ja jetzt nicht ganz üblich. Wie ist denn das passiert, um Gottes Willen? Eigentlich so ein bisschen, also ich hatte mal so einen Zeitpunkt, wo ich trompetenmäßig so eine Ansatzkrise hatte. Das gibt es manchmal, wenn man eine falsche Technik hat, dann muss man was umstellen. Und mein Vater hatte noch ein altes Saxophon zu Hause rumstehen und dann habe ich halt einfach versucht umzusatteln und das hat mir extrem viel geholfen, glaube ich, mit wenigen Möglichkeiten einfach zu versuchen, sich einzuschränken und dadurch trotzdem aber was auszudrücken. Und dann war es eigentlich eine Challenge, mehr oder weniger. Also ich habe viel Studiojobs gemacht, wo es eben darum geht, alleine Bläser einzuspielen. Und da war es dann so, hey, lustig, wenn du jetzt noch Posaune spielen würdest, dann wär's perfekt, genau. Und ja, dann sehe ich das immer als Herausforderung. Genau, das hast du ja jetzt auch gemacht mit den ganzen Effekten, die du machst. Und ihr setzt ja alle ziemlich viel ein.
Interessant finde ich, vielleicht kannst du nochmal erklären, für die, die es nicht so kennen, was passiert mit diesem Ableton? Ableton ist letztendlich eine Programmoberfläche. Da kann man einen Sequencer laufen lassen, da kann man was reinspielen. Ableton hat ja auch die Fähigkeit, sich so ein, ich habe das früher auch öfters mal mit Schlagzeugern gemacht als Bassist, da kann man sich auch so ein bisschen mit dem Tempo aneinander angleichen und es ist unheimlich intuitiv bedienbar. Aber die Information, die Grundinformation kommt von dir oder wer schickt das Ganze raus? Also wir haben ja erstmal, das Trio hat natürlich Bass, also die Rhythm-Section, Klavier, Bass, Schlagzeug ist einfach live und die ist auch direkt analog über Kabel. Aber dieses ganze Plus X kommt eben vom Computer. Das heißt, ich kann quasi Sprachsamples hinzufügen. Ich kann Atmos, ich habe in New York Klänge aufgenommen, die ich abspiele, um irgendwie die Stücke zu auch in Ambiente zu verpassen. Und ich kann aber eben auch mit Ableton, das ist eben eine Live-Musik-Software, die läuft unten drunter und die schickt das Tempo raus. Der Schlagzeuger kriegt den Klick, auf den er quasi das Tempo spielen kann. Und ich kann somit tempogesynkte Musik-Schnipsel quasi über den Computer abspielen und das passt dann zusammen. Jeder weiß, was Tempo gesynkt heißt. Das heißt, das Sample oder das Tonfragment, das du jetzt auslöst, passt sich an das Tempo an, das aktuelle Tempo, das eben gerade gespielt wird. Genau. Und in dem Fall ist es sogar andersrum, dass wir uns an das Tempo anpassen, das der Song hat. Der Schlagzeuger hat quasi ein Metronom auf dem Kopf, spielt in dem Beat und folglich passen alle Elemente, die ich im Computer abspiele, die auch schon teilweise vorbereitet sind, passen dann genau dazu und werden in den richtigen Moment, weil ich das live drücken kann, quasi eingesetzt. Das unterscheidet sich, dass es kein Playback ist, was jetzt durchläuft, sondern ich kann entscheiden, deswegen ist es eben doch noch Jazz und Improvisation, ich kann entscheiden, wann ich welches Element drücken will und kann aber davon ausgehen, dass es im Tempo und im Sound sauber, halt passt. Sauber ankommt. Genau. Und du setzt dich dann letztendlich mit all deinen Schleifen, die du ja letztendlich dann da baust, obendrauf. Genau, also ich bin eigentlich so ein bisschen so nochmal so eine zusätzliche Komponente, die versucht einfach nochmal das zu enhancen, also sprich das aufzugreifen, was da ist und nochmal irgendwie zu verstärken und einfach die Atmosphäre nochmal zu verstärken. Ich habe keinen Klick auf dem Ohr und versuche dann trotzdem... Du entgehst dem Beat hier ja nicht wirklich. Genau. Aber ich versuche dann einfach quasi da die Lücken in Anführungszeichen zu füllen und da, wo nochmal Raum ist, quasi diesen organischen Charakter nochmal mit reinzubringen, das versuche ich dann quasi einfach so umzusetzen, dass ich dann mich da oben drauf setze und das nochmal verstärke, was halt quasi von der Band entsteht. Also im Grunde seid ihr eine geil groovende Schichttorte. Ja, und geil, er danke. Ist dann, und er ist dann sozusagen noch die das Sahnehäubchen, das Sahnehäubchen Kirche, mit Kirschen. Mit Kirsche. Das, ist eine das rote. Kandierte Kirschlein. Genau. Du siehst jetzt nicht unbedingt aus wie ein kandiertes Kirschlein, aber ich weiß ja nicht, was unter deiner Mütze ist. Ja. Nicht so viel zu holen also, auf jeden Fall. Seid ihr jetzt mehr Popmusiker oder seid ihr einfach Musiker, die was bauen? Oder geht ihr bewusst mit dem Jazz-Idiom um bei dem Ganzen? Oder... Wie mische ich das Ganze? Also ich stelle mir ja vor, wir sitzen hier in einem mehr oder weniger klassisch aufgebauten Jazzclub. Ja, wir haben öfter solche Gigs da, wie das, was ihr hier macht. Aber ich finde, jetzt haben wir einfach mal die Möglichkeit, einmal ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken. Was ist euer Selbstverständnis? Seid ihr Popper? Seid ihr Rocker? Seid ihr eher nicht? Keine Gitarre? Also wir sind auf jeden Fall erstmal alle, kommen wir aus einer Jazz-Ausbildung. Das haben wir schon mal alle gemeint. Das heißt, wir kennen das Jazz-Idiom, wir haben das studiert und kennen uns da aus. Ihr seid richtige studierte Musiker. Ja, das darf man doch sonst nicht machen, oder? Doch, unbedingt. Ertappt. Nein, aber ich meine nur, das verbindet uns, dass wir die Jazz-Ausbildung alle haben. Das heißt, wir können uns in dem Bereich bewegen. Was wir machen vom Genre her kein Jazz. Aber wir machen quasi unsere Einstellung, quasi innovativ zu sein und zu improvisieren und neue Wege zu gehen, was ja eigentlich auch so der Urgeist des Jazz ist. Das haben wir alle in unserer Einstellung. Aber von der Musik, die rauskommt, sind es eher... Beats geht es eher in Richtung Hip-Hop-Sound und in Richtung Elektro. Aber die Solo-Fragmente, die Solo-Fragmente sind natürlich auch dann jazzy, die Trompeten-Lines sind jazzy, aber das, was letztendlich rauskommt, ist einfach Groove-Music. Klasse. Also ich glaube, so wie ich auch die Messe kenne und eigentlich auch die Szene sich entwickelt, seid ihr da auf der Welle vorne mit dabei. Ich wünsche euch viel Erfolg. Auf das es knallt. Jawohl. Und wie schön, dass das Land Baden-Württemberg so eine Sache unternimmt. Und wir werden dann live und in Farbe alle kräftig die Daumen drücken, bis es euch aus den Bildschirmen blutet. Viel Erfolg. Dankeschön. Danke, Winnie.